80 Jahre sammeln, forschen, bewahren. Das Naturerlebniszentrum in Wahren-Müritz feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. 1866 als von Malzahnsches Naturhistorisches Museum für Mecklenburg gegründet, zieht es seit 2007 als Müritzeum kleine und große Naturforscher an. Passend dazu auch die aktuelle Sonderausstellung »Ein Schatz der Wissenschaft«. Über 280.000 Exponate, das älteste 1 Milliarde Jahre alt, belegen die rege Sammlungsgeschichte. Anschaulich werden dem Besucher die vielfältigen wissenschaftlichen Aufgaben in den Sammlungen erläutert. Außerdem besticht das Müritzeum mit dem größten Aquarium für heimische Süßwasserfische sowie Wald-, Moor- und Wasserwelten. Dabei sind Unterhaltung und Lernen eng miteinander verknüpft. Sie sehen, ein Besuch im Haus der 1000 Seen lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Das Exponat der Woche kommt diesmal aus dem Stadtmuseum Güstrow. Unser Exponat der Woche sehen Sie hier hinter mir. Das sind die Fahnen der mecklenburgischen Freiwilligen Jägerregimenter. Mecklenburg kam ja bekanntermaßen 1806 unter französische Besetzung, musste 1808 dem Rheinbund Napoleons beitreten. Im März 1813 trat der Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin aus dem Rheinbund aus und im gleichen Monat, am 25. März 1813, rief er zur Bildung von Freiwilligenverbänden auf. Und das sind die Fahnen, die vermutlich Güstrower und Rostocker junge Frauen und Mädchen angefertigt haben. Es handelt sich dabei um eine Standarte und 8 Fahnen. Das sind die Originalfahnen, die Sie hier sehen, wobei wir davon von den Fahnen nur noch 7 haben. Also eine hat die Wirren der Zeit nicht überlebt, also eine Standarte und 7 Fahnen. Die haben auch, hier können Sie zum Beispiel sehen, in dem Kreuz das 7-teilige mecklenburgische Wappen. Das ist hier ganz gut erkennbar noch. Und die Fahnen selber haben auch Sprüche, wie zum Beispiel, das war ja eine ganz patriotische Zeit, es waren ja wirklich Freiwillige, Sieg oder Tod zum Beispiel hier, zwischen 2 sechseckigen Sternen. Oder mit Gott fürs Vaterland. Oder sie ist Deutschland aufgegangen mit der stilisierten Sonne dann nochmal, die rote Fahne hier. Zur 25-jährigen Wiederkehr der Befreiungskriege, das war 1838, da wurden die Fahnen im Dom dann niedergelegt. Und im Dom war auch damals diese Tafel zu sehen, die auch heute im Museum ist, dem Andenken der in dem Freiheitskampf 1813 gefallenen braven Kameraden. Güstrow ist heute auch ein Zentrum der Erinnerung der Befreiungskriege. Also hier wurden die Regimenter, die Freiwilligen Jägerregimenter, die je 500 Mann stark waren, ein Regiment zu Fuß und eins zu Pferde. Hier erfolgte die Ausstattung, hier erfolgte die Ausbildung, hier zog man los 1813 in den Kampf und hier kehrte man 1814 auch wieder zurück mit den Fahnen, die Sie heute hier als unser Exponat der Woche dann auch sehen können. Das war das Exponat der Woche aus dem Stadtmuseum Güstrow.